Wenn ich als kleiner Stadtstreicher im Mammuts in Aspern an der Zeier herumtreibe, dann hat es meistens was mit Geschichte zu tun. Allerdings heute nicht mit diesem Mammut, sondern mit vielen tausenden Jahren später. Genauer gesagt geht es heute um Leute, die vor, sagen wir mal, rund 1500 Jahren in Zelten ähnlich wie diesem gelebt haben. Die Hunnen. Der kleine Stadtstreicher mal ein Pferdchen vor sich liegen. Das lebt leider nicht mehr, deswegen braucht es diese schweren Waffen auch nicht zu tragen. Aber das sind Waffen, wie sie von den Hiruli im Kampf gegen die Hunnen im Rahmen der römischen Armee eingesetzt wurden. Ja, weil wir jetzt gleich etwas über die Kampfkunst und die Waffen der Awaren erfahren, Reime sind heute auch angesagt, muss ich mal was aufklären. Awaren sind nicht gleich Hunnen, sondern die Awaren waren ebenfalls ein Volk aus dem ostasischen Raum und kamen ähnlich wie die Hunnen nach Europa. Allerdings waren sie weitaus friedfertiger, sagt man in der Geschichtsschreibung, als die Hunnen. Wir nennen das deswegen Kompositbögen, weil wir verschiedene Materialien brauchen, um so einen Bogen zu bauen. Wir haben Holz eigentlich nur als Trägermaterial, nämlich ganz dünn da drinnen. Wir haben auf der Innenseite haben wir Horn. Horn hat die Eigenschaft, dass es sehr druckunempfindlich ist, also Druck gut aufnimmt. Und auf der Außenseite haben wir in dem Fall Rohhaut. Typische Pfeile von den Awaren waren dreiflügelig. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren, nämlich erstens einmal, um eine sehr starke klaffende Wunde damit zu machen, wenn das Ganze trifft. Und zusätzlicher Effekt wäre dann noch, dass Sehnen auf jeden Fall durchgeschnitten werden, wenn das irgendwo Fuß in die Hand etc. eindringt. Durch die Steigbügel, die wir Awaren verwendet haben, haben wir den Vorteil, dass wir Speere verwenden können. Das heißt, wir können die ganze Wucht des Pferdes plus der eigenen Rüstung plus des eigenen Körpers sehr gut übertragen und quasi mit dem Speer gegen den Feind anreiten. Wir fangen mit der früh-awarischen Klinge an. Wir haben eine halbwegs schlanke Klinge, das ist eine zweischneidige Klinge. Wir kommen dann zu den mittelawarischen Schwertern. Wie Sie hier erkennen können, das ist eine einschneidige Klinge. Wir haben schon einen leichten Schwung drinnen, einen säbelartigen Schwung. Und hier haben wir dann einen spätawarischen Säbel. Man erkennt, wir haben jetzt schon über die ganze Klinge eine leichte Krümmung. Wir haben die Lamellenrüstung. Das sind einzelne Blechlamellen, die ineinander mit Lederfäden verbunden werden und dass die sehr flexibel bleibt. Das heißt, man kann sich auch, wenn man die Rüstung anhat, sehr, sehr gut bewegen. Lamellenhelm dazu. Gleiche Konstruktionsweise, das heißt, wir haben einzelne Lamellen, die mit Lederfäden verbunden sind. Verschiedene Schildformen, die wir präsentieren können.
Das ist zum Beispiel ein typisch germanisches Schild, das heißt, wir haben einen Schildbuckel. Das Ganze wird eher infanteristisch eingesetzt, das heißt, ich kann meinen kompletten Körper schützen damit. Damit kann ich genauso infanteristisch kämpfen oder mir das Ganze einfach umhängen und habe einen zusätzlichen Rückenschutz noch dazu. Was macht ein Reiter, wenn er kein Schwert hat? Möglicherweise hat er eine Axt. Wird auch immer gerne mit dem ungarischen Namen Fokosch tituliert. Den kleinen Stadtstreicher jetzt eine dieser avarischen Rüstungen anlegen. Und dann werden wir mal schauen, was passiert. Oh oh, liebe Leute, wenn ich diese Sendung nicht überlebe, dann bitte keine Kranzspenden auf meinem Grab. Au, au, au. Hey, hallo, das hat gewirkt. Also mit dem Speer kommt man mir nicht bei. Oh, cool. Arme noch dann. Kein Loch im Bauch. Man sieht, avarische Rüstungen, Qualitätsprodukt. Made in Hungary. And Austria. And Austria. Roland war ein perfekter, im Mittelalter hätte man gesagt, Schildknappe. Aber das ist ja nicht dein Hauptberuf für kleine Stadtstreicher, vor der Fernsehkamera Rüstungen anzulegen. Korrekt, richtig. Wie kommt man dazu, sich intensiv mit diesen interessanten geschichtlichen Themen auseinanderzusetzen? Hauptberuf, naja, oder Hobby? Wirklich reines Hobby. Vor circa 20 Jahren hat es mich auch mal auf ein Mittelalterfest verschlagen. Kam dann irgendwie auch zum Schwertkampf und ich habe mir natürlich sehr schnell die Frage gestellt, was mache ich als Wikinger in Österreich, und die klare Antwort war gar nichts, weil es hat keine Wikinger in Österreich gegeben, und dementsprechend habe ich mich dann umgeschaut, ob ich irgendwas mit Österreich Bezug finde, und bin sehr schnell auf das Thema der Awaren gekommen, als Reiterkrieger, als Nomaden, die einen eigenen Lebensstil geprägt haben und die eine große Sammlung an Fundgut in gutem Zustand in den Gräbern hinterlassen haben, die man rekonstruieren kann. Ja, fein, Roland, dass es Leute wie dich gibt, die sich noch mit Geschichte beschäftigen. Dankeschön.
Okay, jetzt sind wir raus, das bleibt. Die Herren, ja! Jetzt sind die Kohle noch da.